Eigentlich hört man dieses Geräusch in den Großstädten wie Taipeh, Taichung oder Kaohsiung eher selten. Wilde Tauben scheint es kaum zu geben. Wenn man aber einen Blick auf die Dächer wirft, dann entdeckt man auf manchen Flachdächern ein blaues Häuschen auf Stelzen, das ein wenig an eine Gartenhütte erinnert. Doch im Gegensatz zu einem Gartenschuppen sind an den Seiten viele Lüftungsschlitze für eine gute Durchlüftung angebracht. Diese Häuschen sind aber keine günstigen Apartments für Leute mit wenig Einkommen, die in der Stadt eine bezahlbare Bleibe suchen, sondern ein Wohnort für Tauben. Aber natürlich nicht irgendwelche wilden Tauben, sondern Brieftauben, also richtige Athleten der Lüfte, die für ihre Besitzer an Wettkampfflügen teilnehmen. Durch den Brieftaubensport und alles, was damit zusammenhängt, also Zucht, Futter, Haltungskosten, Wettkampfausgaben und Wetten, wird im Jahr um die 70 Milliarden Taiwan-Dollar, also über 2 Milliarden Euro, eingenommen. Wenn man diese Summe hört, die nur durch ein Hobby entsteht, dann lohnt es sich doch einmal, genauer auf den Taubensport in Taiwan zu schauen. Um zu verstehen, warum der Taubensport in Taiwan so beliebt ist, müssen wir in der Zeit ein bisschen zurückschauen. Die ersten Brieftauben sollen laut einer Geschichte mit dem berühmten Armeeführer und Piraten Zheng Chengong, auch bekannt als Kongxinga, von China nach Taiwan gekommen sein. Nachdem der Armeeführer 1662 die niederländische Ostindienkompanie erfolgreich von Taiwan vertrieben hatte, soll er zur Unterhaltung der Soldaten Taubenspiele veranstaltet haben. Dazu wurde den Tauben eine große Bambuspfeife auf den Rücken geschnallt. Beim Fliegen haben diese Instrumente laute Pfeifgeräusche von sich gegeben. Während der japanischen Kolonialzeit wurde die Taubenzucht besonders von der Kolonialregierung gefördert. Dienten die Tauben doch dem Militär als schnelle Briefbeförderungsmöglichkeit. Wer diese Militärtauben bei sich zu Hause züchtete und sie trainierte, der bekam kostenloses Futter geliefert und extra Reisrationen für die Familie. Für besonders schnelle Tauben bekam man als Züchter noch weitere Belohnungen. In den 50er Jahren entstand dann auch der erste Zuchtverein für Tauben in Taiwan. Fachzeitschriften über Haltung, Zucht und Training der Tauben wurden herausgegeben. Heute gibt es in Taiwan über 170 Vereine und über 100.000 Menschen sind im Taubensport beteiligt. Man könnte jetzt vermuten, dass der Taubensport in Taiwan eher von der Unter- bis Mittelschicht betrieben wird. Dem ist aber nicht so. Der Taubensport zieht Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten an. Darunter sind Landwirte, Verkäufer, Beamte, Arbeiter und Angestellte sowie Geschäftsinhaber großer Unternehmen. Aber auch Politiker. Während einige Liebhaber des Sports sich über die Zeit in der Profikarriere vertiefen, nehmen auch viele Amateure an dem Rennen teil. Viele aus der älteren Generation greifen das Hobby in der Rente als Zeitvertreib auf. Aber ein großer Teil der Teilnehmer kommt weiterhin aus der Familientradition, wo schon der Großvater Tauben gezüchtet hatte und das Wissen über die Generationen weitergegeben wurde. Der Taubensport in Taiwan umfasst sowohl die Wettkampfflüge als auch das Glücksspiel, welches den Teilnehmern die Hoffnung auf das ganz große Geld über Nacht gibt. Organisiert werden die Rennen wie auch die Wetten von den privaten Taubenvereinen, die in der Regel 5% des gesamten Wettgelds für die Einnahmen verlangen. Im Jahr gibt es drei Rennsaisons, in denen 5 Rennrunden in einer Saison veranstaltet werden. Dabei gibt es 2 unterschiedliche Arten von Rennen. Das Rennen über Land und das Rennen über das Meer, wo die Vögel von einem Schiff aus auf hoher See freigelassen werden und wieder zurück zu ihren Heimat-Taubenschlägen fliegen müssen. Wenn sie das innerhalb einer bestimmten Zeitdauer schaffen, sind sie berechtigt, an den nächsten höheren Rennen teilzunehmen. Allerdings schaffen es nur die allerwenigsten Tauben bis in die allerhöchsten Runden. Die schnellsten Tauben, die es geschafft haben, können je nach Platzierung unterschiedliche Preisgelder gewinnen. Allerdings ist dieses Preisgeld nichts im Vergleich zu den Wettgeldern, die dabei verspielt werden. 2014 wurde bei einem Wettkampf 230 Millionen Taiwan-Dollar verwettet. Die beteiligten Personen wurden später zu hohen Geldstrafen verurteilt, denn Glücksspiel ist in Taiwan verboten. Daher ist es erstaunlich, dass der Taubensport mit so hohen Summen an Wettgeld bis heute existiert. Neben den hohen Wetteinsätzen kann man auch mit der Zucht und der Versteigerung von erfolgreichen Champions viel Geld gemacht werden.
In der Taiwan Insight, ein Online-Magazin des Taiwan Studies Program, hat Frau Huang den Artikel Pigeon Racing and Pigeon Racers – Skills, Strategies, Ethics veröffentlicht. Darin beschreibt sie eine Taubenauktion, an der sie teilgenommen hat. Laut Frau Huang lag der Durchschnittspreis bei rund 1.400 US-Dollar und das Höchstgebot an diesem Tag bei 11.000 US-Dollar. Die Versteigerungstauben kamen hauptsächlich aus den Niederlanden und Belgien. Eine belgische Meistertaube, Bolt, wurde zum Preis von 400.000 US-Dollar an den chinesischen Geschäftsmann verkauft. Wenn man aber jetzt glaubt, dass man durch den Taubensport schnell an viel Geld kommt, der irrt sich. Denn für die Vorbereitung des Taubensports im Vorfeld der Wettkämpfe müssen etwa 4 bis 8 Monate eingeplant werden. Die Vorbereitungsarbeit ist viel komplizierter, als sich ein Außenstehender vorstellen kann. Anders als in Europa können Brieftauben in Taiwan nur einmal in ihrem ganzen Leben an Wettkämpfen teilnehmen. Für eine neue Saison des Wettbewerbs müssen die Spieler neue Tauben züchten. Entweder aus den alten, die sie vorher besaßen, oder von anderen Ländern oder Spielern eingekaufte Tauben. Die Jungtauben werden dann trainiert. Sie müssen sich zuerst mit ihrem Taubenschlag und der Umgebung vertraut machen. Dann werden sie an verschiedene Orte gebracht und müssen den Heimflug üben. Die tägliche Pflege ist auch nicht zu unterschätzen. Taubenfütterung, Reinigung, das Dosieren von Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamente an die Tauben, das Impfen der Tauben und die Pflege bei Krankheiten. Für viele Züchter verkörpert die Taube ihre Arbeit, Zeit und Anstrengung. Dadurch, dass so viel Geld im Umlauf ist, häufen sich auch die Betrugsfälle. Im Februar diesen Jahres berichteten die Nachrichten von einer Gang, welche Vögel, die bei einem Wettkampf kurz vor dem Sieg stehen, mit Netzen einfängt und danach kidnappt. Die Besitzer werden dann mit hohen Geldsummen erpresst. Wenn der Besitzer die Summe nicht zahlt, wird der Vogel so verstümmelt, dass er nicht mehr fliegen kann. Gerade bei sehr erfolgreichen Tauben, auf die viele Leute wetten, ist diese Methode des Kidnappens sehr beliebt. In anderen Betrugsfällen werden die Vögel während des Wettkampfs von ihren eigenen Besitzern unterwegs eingefangen und mit dem Auto heimlich nah an das Ziel gefahren. Durch das viele Geld, das mit den Tieren gemacht wird, werden viele dieser Vögel auch einfach entsorgt, wenn sie nicht den gewünschten Leistungen entsprechen. Dieser Missbrauch an den Tieren wird auch von PETA, einer US-amerikanischen Tierrechtsorganisation, angeklagt. Besonders bei den Flügen über das Meer verenden viele Tauben, da sie sich schlecht orientieren können und sich verirren. Nur die wenigsten finden den Weg zum Land. Die PETA-Ermittler der Tierschutzorganisation nahmen Videoaufnahmen von einem Rennen über das Meer auf, bei dem Zehntausende von Vögeln innerhalb weniger Stunden verschwanden und vermutlich ertrunken waren. Laut PETA sollen sogar die Vögel, welche die extremen Bedingungen überlebten, von ihren Besitzern später getötet oder weggeworfen werden, wenn sie nicht den Qualifikationen für das nächste Rennen entsprechen. In ihrer Dokumentation berichtete ein Fischer, der mit seinem Boot auf hoher See fuhr, von einer obskuren Situation. Es regnete Tauben, buchstäblich. So eine Szene habe ich noch nie gesehen. Jede von ihnen stürzte auf das Boot, einige stürzten ins Meer. Ungefähr eine Stunde nach dem Taubenregen war das Meer voller toter Tauben. Angesichts der vielen Kritik sind einige Teilnehmer bereit, die Tiere nicht mehr über das Meer fliegen zu lassen. Die meisten Züchter betonen aber, dass ihre Tauben während des Trainings die beste Pflege haben. Auch die Regierung möchte in Zukunft den Taubensport strenger kontrollieren. Im Gespräch sind unter anderem, dass Steuern auf das Wettgeld erhoben wird. So, meine lieben Zuhörer, das war es heute bei mir im Wochenendmagazin. Heute mit dem Thema Wettkampftauben. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein.